Die nun folgende Künstlerin ist eine der begnadetsten Stand-up-Comedians, die momentan auf deutschsprachigen Bühnen unterwegs sind, aber geschliffene Sprache, souveräner Vortrag und Pointen auf Weltniveau, das ist ja offensichtlich Zitat zumindest. Deswegen hat sie sich entschieden, dass sie ihre sehr lustigen Texte auch noch in makelloser Reimform vorträgt. Ich glaube, das ist einfach nur, um uns schlichtere Kollegen zu demütigen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ihr erstes Programm nennt sie, als ob sie Besseres zu tun hätten, und hat prompt den österreichischen Kabarettpreis dafür ausgehändigt bekommen. Begrüßen Sie mit mir die Kühne, die Virtuose, die Böse, Lisa Eckhardt! Ja, mein Name ist Lisa Eckhardt, schönen guten Abend. Dass ich heute hier sein darf, das freut mich für Sie. Wir müssen vielleicht noch ein bisschen warm werden miteinander. Da gibt es diesen ultimativen Kabarettistentrick, den man anwenden kann, wenn man ein bisschen eingeht auf das Publikum, so interaktiv wird, ein, zwei Fragen stellt, kurzum so tut, als würde man sich interessieren für ihre nichtigen Existenzen. Das wollen wir ausprobieren. Ja, ich werde Sie etwas fragen, ganz unverfänglich, so... Was haben Sie so für Allergien? Gibt's ein paar Laktosler? Es gibt immer ein paar Laktosler. Bitte keine Scheu vorzutreten. Ja, ich liebe diese Menschen. Säugetiere, die auf Milch allergisch sind. Das ist ganz großes evolutionäres Kino, ja? Nein, das wundert mich, dass Sie so ruhig sind. Also normal, wenn man diese Frage stellt, da sind schon 15 Menschen hier, zerren an meinen Gewändern, die Hardliner, die mich umrennen und sagen, Lisa, Lisa, bitte, ich muss dir das erzählen. Ich bin allergisch auf Gluten, Soja, Weizen und Nüsse. Ja, Wahnsinn, sag ich dann, auf was du alles allergisch bist. Du, das klingt jetzt vielleicht hart, aber ich muss dich das so fragen. Glaubst du, Gott wollte dich? Also... echt ne Böschmann. Ich möchte auch nicht den Darwinisten raushängen lassen, aber das wird sich genetisch nicht durchsetzen. Ja? Also da hatten die Habsburger ja ein besseres Immunsystem. Aber ja, na, was soll man sagen? Also mich fasziniert das einfach. Also weniger die Allergien selbst als die Frage, wer hat Allergien? Es scheint schon irgendwie so eine Klassenproblematik zu sein, oder? Auch so mit alternativer Ernährung. Ich meine, ich habe noch niemals einen rechtsextremen Neonazi gesehen, der sich das kahle Haupt mit Allnatura Kokosöl zum Glänzen bringt, ja? Und sich dann mit einem veganen Algen-Couscous für die nächtliche Flüchtlingshetze rüstet. Das habe ich noch nie gesehen, ja? Und das ist schon spannend, oder? Diese Menschen mit der größten Intoleranz in der Ernährung haben aber die größte Toleranz in der Gesellschaft, ja? Und umgekehrt, ja? Also... ich ernähre mich ja auch sehr bewusst, ja? Sehr bewusst ist vor allem mein Umgang mit Fleisch. Ich persönlich esse ja nur Fleisch aus Massentierhaltung. Das ist in Ordnung. Aber ich empfinde es als bösesten Zynismus, wenn Menschen zu mir herkommen und sagen, ja, ich esse nur Fleisch von Tieren, die glücklich waren. Na, ist zumindest die, die wirklich sterben wollen. Ja. Ich meine, wer glückliche Dinge essen will, der muss, was weiß ich nicht, Kinder in Hüftburgen fressen oder sonst was, ja. Bitte unterschätzen Sie das nicht, das ist etwas sehr Deliziöses. Ja. Wie so schwer zum Erwischen, gewiss. Aber so fett wie die Kinder jetzt sind, so hoch springen sie nicht mehr. Das ist, ja, lassen Sie es raus. Ja. Es gibt Menschen, die tagtäglich Fastfood konsumieren. Und ich kann das, es geht nicht in meinen Kopf hinein. Ja, ich meine, na, manchmal, wissen Sie, wenn ich mit einem Mann schlafe, dann kann ich nachempfinden, was Menschen denken, die bei McDonald's essen. Also, so, ja, so in diesem Sinne, ich weiß, es ist ein Stück Fleisch minderwertiger Qualität, das ich gerade in mich hineinstopfe, ja. Die Sättigung wird ganz sicher ausbleiben, ja. Im besten Fall wird mir nicht schlecht. Aber ich gönne es mir von Zeit zu Zeit, weil es irgendwie Kindheitserinnerungen weckt, wieder vorder an die... Aber lassen wir das. In Niederösterreich wird da nicht gelacht. Ja. Aber, na, nicht,
Nicht, weil sie so betroffen wären, ja? Sie warten auf die Pointe, sie sagen, was war jetzt mit dem Vater? Ja, also, ja. Na, das ist, vielleicht können Sie sich mal zum Kannibalismus durchringen. Sie müssen auch nicht sofort mit Frischfleisch beginnen, ja? Es ist eine unglaubliche Verschwendung, die geschieht nach so Schönheitsoperationen, ja? Also so eine Fettabsaugung, das sind 10 Bratenfettenbrot, ja? Sinnlos verschwendet. Aber ja, na, wenn Sie mir schon nicht glauben, dann möchte ich Ihnen am Schluss noch einen weisen Spruch der Indianer mitgeben. Die Indianer sowieso ein sehr weises, aber ein bisschen vergessenes Volk. Was heißt vergessen? Bisschen ausgerottet, ja? Aber der Amerikaner geht ja viel legerer mit seinen Völkern um als wir. Der steigt noch über die Leichen, aber hat einen flotten Spruch parat, sagt, na, das ist nicht schlimm, der Indianer, der kennt keinen Schmerz. Gell? Ja, war damit irgendwie erledigt, aber manches ist dennoch überliefert, wie der Spruch, der da lautet, wenn der letzte Baum gerodet und der letzte Fluss vergiftet, so wie der letzte Fisch gefangen ist, dann wird feststellen, jedermann, dass man Veganer essen kann. Ich bedanke mich bei Ihnen und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Danke.